der Joscha Kiefer und heute mache ich das Interview ohne Fragen. Ach, mein Verein, der FC Bayern. Wunderbar. Ich glaube, dieses Jahr könnte es auch reichen zum Triple. Ja? Die Jupp ist wieder da. Da freue ich mich, seitdem ich so alt bin. Ich meine, ich verstehe nicht ganz, wieso man 60er-Fan ist, ja? Warum man sich das antut. Warum sollte man? Man tritt sich auch nicht selbst gegen Schienbein. Ein Wok. Ich stehe auf asiatisches Essen. Yummy, yummy. Aber auch auf Weißwurst. Mit Brezen und süßem Senf. Oh, nichts. Das sind jetzt bunte Socken. Die sind nicht rot. Früher hatte ich oft rote Socken an. In meiner Rolle als Dominik Morgenstern. Nur Anzug getragen, Krawatte und Weste. Jetzt nicht mehr. Ich vermisse die alten Zeiten ein bisschen. Kann ich auch mal sagen. Ja? Gibt's mir die roten Socken wieder. Bitte. Ah! Das ist ein Motorrad. Kein mir bekanntes. Mit der langen Springergabel. Also nicht mein Fall, aber schon geil. Ich habe auch eins. Selbst umgebaut auch. Ja, und nun wieder fahre ich mit dem Florian Odendahl auch mal in die Häuser oder in die Länder. Lass mal die Sau raus. Ja, also Motorradfahren, eine meiner großen Leidenschaften. Und jede freie Minute im Sommer verbringe ich auf meinem Motorrad. Größer als das. Das sind Feenflügel. Ich weiß nicht, vielleicht meine Kinder. Ja? Zwei davon. Die stehen auf sowas. Obwohl die Kleine mehr auf Formel 1 und Motorsport steht als auf sowas, aber beide mögen trotzdem Flügel, Feen, Rosa. Ja. Aber halt auch Ferrari und DTM. Die Kleine, die Formel 1-Tochter, die hat hier bei der Soko auch schon mitgespielt. Jetzt im Dezember war es, glaube ich. Das war super, hat sie ganz süß gemacht. Ganz stolz auf sie. Auf die Großen natürlich auch. Ah. Eine Yogamatte. Ja, meine Rolle, der Dominik, der steht auf Yoga. Ist nicht so meins, aber wem es gefällt. Also es macht auf jeden Fall ausgeglichen und sexy. Ich warte mal darauf, dass der Silberbauer mitkommt zum Yoga. Ja, das war das Interview ohne Fragen mit Joscha Kiefer. Meiner Wenigkeit und nicht vergessen, immer montags 18 Uhr ZDF einschalten bitte.